Hi, hier ist Malte Zumnig. Moin, ich bin Lasse Zumnig. Grüße aus dem Trainingslager. Und heute sind wir dran mit dem Zimmerduell. Dann starten wir mal direkt. Wer von euch beiden schafft mehr Liegestütze? Boah. Okay, das können wir eigentlich wissen. Ich sag. Übereinstimmung. Ja, richtig. Starte ich aus. Wer von euch meckert mehr auf dem Platz? Ja. Ich hab. Ja, ich auch. Wieder Übereinstimmung. Sauber. Manchmal rede ich ein bisschen mehr als du. Ja. Wer von euch versteht besser die türkische Sprache? eigentlich keiner. Ja, wir müssen. Ich rate. Ich sag. Ja, okay. Wieder eine Übereinstimmung. Ja. Boah! Aber auch nur, weil du zuerst das Mehaber, glaube ich, gelesen hast, irgendwo am Flughafen und so. Ja. Wer von euch kann besser singen? Boah, das. Eigentlich können wir das wissen lassen, wenn du mal so an die Autofahrten denkst. Leider keine Übereinstimmung. Boah, bist du dumm, Junge? Du singst doch immer im Auto, Junge. Nicht so oft, aber. Ja, du kannst wenigstens die Texte. Ich nicht. Wer von euch bekommt mehr Tunnel im Kreisspiel? Ja. Leider keine Übereinstimmung. Überleg doch mal, wie viel ich zahlen muss. Ja, denk doch mal an die erste Trainingseinheit. Ja, egal. Mann. Wer von euch braucht morgens länger im Badezimmer? Boah. Hast du schon? Ja. Es ist so schwer. Leider keine Übereinstimmung. Ja. Junge, du schon. Ah, egal. Wer von euch isst öfter Fastfood? Boah, das ist richtig schwer. Ja. Ich sag. Ja, warte. Ja. Leider nicht. Was? Junge, du bestellst jedes Mal bei deiner Freundin. Wer von euch besitzt mehr Klamotten? Ja, das ist leicht. Ja, das können wir eigentlich wissen. Warum ist das so leicht? Ist es tatsächlich sehr viel mehr? Ja, nee, nicht viel, aber in letzter Zeit habe ich mir ein bisschen mehr geholt. Kommen immer so fette Pakete an. Ja. Wer von euch ist der größere Sportfreak? Also allgemein Sportarten schauen im Fernsehen oder auch im Stadion selber. Oder auch andere Sportarten hören genau. Können. Ey, ich glaube, ich weiß. Leider nicht. Nein. Eigentlich fast auch fast immer gleich alles. Hast du schon mal Darts geguckt? Ja, einmal. Ja, Junge, ich guck das so oft. Okay. Wer von euch würde eher beim Dschungelcamp teilnehmen? Boah. Übereinstimmung. Ja. Probierst mehr Sachen. Ja, ist er. Also er ist gar nichts, er ist so verwöhnt. Ja. Der traut sich nicht mal irgendwas zu probieren. Auch manchmal schon, aber nicht so. Dschungelcamp, ob man das unbedingt probieren kann. Nee, lieber nicht. Auch nicht, aber. Kommen wir schon zur letzten Frage. Die müssen wir. Wer von euch beiden gibt die besseren Torvorlagen? Okay, ich denke mal an Flanken und so. Ja. Das passt. Ja. Sehr gut. 99 Flanken. Vielen Dank euch. Ja, gerne. Dankeschön.